alles klar, Kinder? Aye, aye, Captain! Geht das nicht lauter? Aye, aye, Captain! Oh! Wer wohnt in der Ananas ganz tiefe Meer? SpongeBob Schwammkopf! Saugstarre, gelb und hohe ist uns zwar sehr! SpongeBob Schwammkopf! Wenn der Sinn nach Pazifisch im Blödsinn euch steht! SpongeBob Schwammkopf! Dann schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät! SpongeBob Schwammkopf! Und alle! SpongeBob Schwammkopf! SpongeBob Schwammkopf! SpongeBob Schwammkopf! SpongeBob Schwammkopf! Wir sind hier in Bikini Bottom. Das ist eine Kleinstadt ganz tief in der pazifischen Tiefsee. Hier wimmelt es vor Leben. Und hier ist eines meiner Lieblingslebewesen zu Hause. SpongeBob Schwammkopf. Und wie der Name schon sagt, ist er ein Tiefseeschwamm. Quadratisch, praktisch, gelb. Was? Ja, natürlich wohnt er in einer Ananas, ihr Dummerchen. Ein neuer Tag bricht an im Bikini Bottom. Gary, SpongeBobs Hausschnecke, schläft noch. Aufwachen, Gary! Aber SpongeBob ist schon topfit, denn heute ist ein besonderer Tag. Heute ziehen wir hier aus. Ganz genau, wir lassen alles zurück. Ab heute sind wir Penner! Kein Schneckenfutter mehr. Tut mir leid, Gary, Penner essen nur alte Muschelschalen. April, April! Guten Appetit, mein Junge. Genau. Heute ist in Bikini Bottom der 1. April. SpongeBob ist ein Meister des kleinen, harmlosen Aprilscherzes und freut sich schon darauf, den ganzen Tag lang Leute in den April zu schicken. Fröhlich verlässt er das Haus und macht sich auf den Weg zur Arbeit. Thaddäus, sein ewig miesepetriger Nachbar und Arbeitskollege, sieht ihn davon schlendern und wundert sich. Worüber freut er sich denn so? Doch da fällt sein Blick auf den Kalender. Er ist entsetzt. Denn unter den vielen Dingen, die Thaddäus nicht leiden kann, belegen SpongeBobs kleine, harmlose Scherze die absoluten Spitzenplätze. Was? Der 1. April? Oh, der 1. April ist SpongeBobs absoluter Lieblingstag! Da gilt es sofort, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Thaddäus schnappt sich das Telefon und ruft Mr. Krabs an, seinen Chef und Inhaber der großen Krabbe, wo Thaddäus am Tresen arbeitet. Mr. Krabs, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ich habe mir was ganz Furchtbares eingefangen. Was hast du denn? Ich habe einen Blick auf den Kalender geworfen. Oh, bleib dran, Thaddäus. Auch Mr. Krabs ist stets für ein kleines Späßchen zu haben. Hier möchte dich jemand gerne kennenlernen. Er kommt vom Kunstmuseum in Barnacle Bay und er möchte dich zum Künstler des Monats ernennen. Wie der genauso eitle wie kunstbeflissene Thaddäus gleich feststellen muss, der in Windeseile in die große Krabbe eilt. Ich stehe zur Verfügung. Was? Was ist so komisch? Wo ist der Kunstfritze? Du hast dich knapp verpasst. Aber er hat gesagt, wir sollen die ausrichten. Was ausrichten? Er hat gesagt, ich soll dir sagen, April, April. Thaddäus ist schwer beleidigt. Tja, war wirklich nett, hier zu arbeiten. Danke für alles, Mr. Krabs. Schicken Sie den Gehaltscheck an mein Postfach, Mr. Krabs. Jetzt warte doch. Nun sieht sich SpongeBob doch zum Eingreifen genötigt. Es war nur ein Scherz. Ich mache heute keine Scherze mehr mit dir, versprochen. Schwörst du's? Na klar, es gibt doch noch jede Menge andere willige Opfer. Thaddäus ist zunächst einmal besänftigt. Naja, solange ich das nicht bin. Keine Angst, Thaddäus. Denn SpongeBobs nächstes Opfer ist eine alte Frau, die leicht verwirrt vor dem Besteckkasten steht. Entschuldigen Sie, junger Mann, können Sie mir sagen, wo die Gabeln sind? Sie sind genau vor Ihnen, meine Dame. Hier. Ach, aber das ist ein Löffel. April, April! Doch auch wenn Thaddäus nicht selbst von SpongeBobs Scherzen betroffen ist, nerven tun sie ihn trotzdem. Und unser blöder Schwamm macht munter weiter. Entschuldigung, könnte ich ein paar Eiswürfel hier reinhaben? Natürlich, ein paar Eiswürfel kommen sofort.
Hier, bitteschön. Danke sehr. April, April! Was hast du da reingetan? Ich habe... Du hast was? Sie haben doch nach ein paar Eiswürfeln für Ihr Getränk gefragt. Aber ich habe nur einen reingetan. Also das ist schon ziemlich komisch. SpongeBob kann gar nicht mehr aufhören zu lachen. Und der ziemlich humorlose Thaddäus, der sich in die Küche verzogen hat, ist dem Wahnsinn nach. Doch SpongeBob ist nun voll in Fahrt. Schon hat er sein nächstes Opfer erspäht. Einen barfüßigen Zungenfisch. Hey, dein Schnürsenkel ist offen. April, April, du hast gar keine Schuhe an. SpongeBobs ausgeflipptes Lachen dringt bis in die Küche und Thaddäus durch Mark und Bein. Also, jetzt reicht's. Dieser SpongeBob und seine blöden Streiche, dem zeige ich jetzt mal, was ein richtiger Streich ist. Thaddäus geht nach vorne in den Gastraum, macht einen Senfklecks auf den Boden und legt eine Seilschlinge darum. Dann geht er zu SpongeBob und zeigt ihm den Klecks. Oh Mann, das muss ich unbedingt sofort wegputzen. Und da schnappt die Falle zu. Denn Thaddäus hat einen Anker an dem Seil befestigt. Und als er das Seil durchschneidet, April, April. Zieht sich die Schlinge um SpongeBobs Beine zusammen. Der wird quer durch den Raum gezogen und knallt in einen Mehlsack. Während sich Thaddäus halb tot lacht, geht SpongeBobs Achterbahnfahrt weiter. Nach einer achtfachen Rolle um den Deckenbalken wird er erneut durch den Raum geschleudert, nur diesmal in die andere Richtung und knallt voll gegen die Wand. Das tut sicher weh. Die Gäste sind über diesen brutalen, Spaß einigermaßen entsetzt. Während sich Thaddäus blendend amüsiert, ist kein Ende von SpongeBobs Qualen abzusehen. Am Seil hängend rast er hilflos durch das Restaurant. Nun klebt er an der Decke. Die Restaurantbesucher haben Mitleid mit dem armen Schwamm. Aber Thaddäus hat immer noch nicht genug. Und als SpongeBob schließlich an der Decke fällt, ich fang dich auf, Schwammkopf, stellt Thaddäus einen Mülleimer unter ihn. Na, hoppala. Die Gäste sind empört. Während SpongeBob sich aus dem Eimer quält, treibt Thaddäus die Demütigung auf die Spitze. April, April, du kleines Würstchen. Weinend rennt SpongeBob davon. SpongeBob, das war doch nur ein Scherz. Ja, was denn? Also bitte, das war doch klar, dass das nur ein Scherz war. Thaddäus versucht, sich zu rechtfertigen. Die Gäste sind angeekelt und verlassen in Scharen das Lokal. Grillscherz, hä? Idiot. Halt, nicht weggehen! Was haben Sie für einen fiesen Charakter? Halt, hier geblieben, das war doch nur ein kleiner Witz. Thaddäus sieht sich in dem leeren und ziemlich verwüsteten Restaurant um. Oh, naja. Allmählich dämmert ihm, dass er mit seinem Spaß ziemlich daneben gegriffen hat. Warum geht eigentlich immer alles daneben, wenn ich mal ein Scherzchen mache? Ich wollte doch nicht, dass er weint. Und was heißt das? Das heißt wohl, ich muss SpongeBob sagen, dass es mir leid tut. Also gut, ich weiß, ich muss mich bei ihm entschuldigen. Trotz seines hörbaren inneren Widerstrebens, das wird wohl schwieriger, als ich gedacht habe, macht er sich auf den Weg zu SpongeBob. Doch der will ihm gar nicht die Tür aufmachen, sondern verriegelt sie gleich doppelt und dreifach. Mach doch bitte die Tür auf. Ich möchte dir etwas sagen. SpongeBob! Oha! Da muss Thaddäus wohl zu anderen Mitteln greifen. Hör mal, du lässt mich jetzt besser rein, oder ich muss davon Gebrauch machen. Thaddäus grässlichem Klarinettenspiel muss sich auch der geknickte SpongeBob beugen. Was willst du denn? Nun versucht Thaddäus, seine Entschuldigung an den Schwamm zu bringen. SpongeBob, ich wollte dir nur sagen, dass es mir eigentlich
was? Ich wollte dir sagen, es tut mir... Was denn? Ich will dir nur sagen, es tut... Aber Thaddäus bringt das Zauberwort einfach nicht über die Lippen. Irgendwie muss das doch einfacher gehen, sagt er sich, schreibt seine Entschuldigung auf ein Stück Papier, steckt das Papier in eine Flasche, verkorkt diese und rollt SpongeBob diese Flaschenpost vor die Füße. Und jetzt? Willst du sie nicht aufmachen? Ich kann nicht, ich habe doch keinen Korkenzieher. Nachdem auch dieser Versuch missglückt ist, muss es Thaddäus wohl doch mündlich versuchen. SpongeBob, alles, was ich dir sagen will, ist Folgendes. Es tut mir... Aber so ganz bringt er es doch nicht übers Herz und spricht die entscheidenden Worte nicht zu SpongeBob, sondern irgendwo in die tiefen Tiefen der Tiefsee hinein. Sehr leid. So, das war's. Ich hab nichts verstanden. Mir egal, ich hab's gesagt. Damit ist mein Gewissen rein. Von wegen. Denn vor seinem geistigen Auge ziehen die Ereignisse des Tages und vor allem die Kommentare dazu vorbei. April-Scherz, hä? Idiot! Du Stinker! Nun kann Thaddäus nicht mehr anders. Also gut, es tut mir leid, ich geb's ja zu, es tut mir leid! Ich wollte dir nicht wehtun, SpongeBob, weil eigentlich mag ich dich. Ich wohne gern neben dir, ich mag deinen Nebelhornwecker am Morgen und dein Kastratengekicher in der Nacht. Und ich mag auch Gary, Patrick, Sandy, Mr. Krabs und all die anderen, zu denen ich gezwungenermaßen Kontakt habe. Und... Thaddäus, ist das wirklich wahr? Ja, das ist wirklich wahr. Ja, es ist wirklich wahr. Aber versprich mir, dass du es niemandem sagst. Ich versprech's. Ja, wirklich? Doch SpongeBob hat den Spieß wieder umgedreht. Denn hinter ihm stehen plötzlich alle seine Freunde und rufen... Thaddäus ist ganz schön verdattert. Tja, tja, wie jetzt? Und versucht, sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen. April, April, ihr habt recht. April, April, ich hab euch reingelegt. Wie ein Verrückter lachend rennt er davon. Aber SpongeBob weiß schon, was er davon zu halten hat. Was würden wir bloß ohne Thaddäus tun? Und was würden wir bloß ohne SpongeBob tun? Aber keine Angst, denn gleich geht's weiter mit SpongeBob Schwammkopf. Es ist ein schöner Samstagmorgen in Bikini Bottom. SpongeBob sieht sich seine Lieblingsfernsehsendung an. Die Abenteuer von Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube. Dazu isst er ein Schälchen Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube Cornflakes und trägt das offizielle Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube Gebiss. Ihr merkt also, SpongeBob ist ein großer Fan der beiden Superhelden. Na, dann hören wir doch mal rein. Meerjungfrau Mann, flott und furchterregend. Er kämpft gegen die Kräfte des Bösen. Unterstützt von seinem jungen Gehilfen. Unterstützt von seinem jungen Gehilfen. Sie schützen die See durch ihre Kraft und Beweglichkeit. Auf zum Chiropraktiker. Und zwar schnell. Könnte es sein, dass die beiden Unterwasserheroen trotz ihrer zweifellos vorhandenen Verdienste nicht mehr die Jüngsten sind? Sie kämpfen gegen die übelsten Schurken, die Schnecke des Schreckens, Requisit, die Atomflunder, Pappkamerad und den gefürchteten Garnelengiganten. Penner, Meerjungfraumann und Blaubarschbube vereint. Oh ja, das kann sehr wohl sein. Doch SpongeBob ist das egal, denn schon geht's weiter im Programm. Hey Kids, seid ihr bereit für die Ansage des Gewinners unseres Preisausschreibens? Ich bin bereit. Denn natürlich hat SpongeBob an diesem Preisausschreiben teilgenommen. Unser Gewinner erhält ein seltenes Sammlerstück aus den Abenteuern von Meerjungfraumann und Blaubarschbube. Und der Gewinner ist... Springbock! Schleierkröte! SpongeBob ist erst schwer enttäuscht. Ich habe ewig an diesen lebensgroßen Burgerpuppen von Meerjungfraumann und Blaubarschbube gesessen. Für diese lebensgroßen Burgerpuppen von Meerjungfraumann und Blaubarschbube! Und dann schwer empört. Da stimmt doch was nicht. Hey, Springbock Schleierkröte hat meine Idee geklaut! Wie bitte? Oh,
Offensichtlich ist mir eben ein kleiner Fehler bei der Aussprache unterlaufen. Der wahre Name des Gewinners ist SpongeBob Schwammkopf. Yahoo! Na also. Und schon schwebt SpongeBob im siebten Himmel. Oh, hoffentlich kommt mein Preis bald hier an. Er kann es kaum erwarten, seinen Preis in Empfang zu nehmen. Und schon ist es soweit. Mein Preis! Ist es denn wahr? Tatsächlich, das Muschelhorn? Aus den Abenteuern von Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Ob's wohl noch funktioniert? Das Muschelhorn, müsst ihr wissen, erfüllt eine einzigartige Funktion. Denn derjenige, welcher es bläst, ruft damit die beiden Superhelden heran. Und zwar sofort, zack, zack, presto. Das Muschelhorn. Auf zum unsichtbaren Bootmobil! Durch ein supergeheimes Fallrohr gelangen Meerjungfraumann und Blaubarschbube direkt zu ihrer supergeheimen Heldenhöhle, wo das supergeheime und vor allem unsichtbare Bootmobil bereits auf sie wartet. Meerjungfraumann? Ja, Blaubarschbube? Wir sitzen nicht im unsichtbaren Bootmobil, oder? Nein. Oder auch nicht. Denn wie gesagt, unsere beiden Superhelden sind nicht mehr die Jüngsten. Ich sag doch schon immer, dass das eine dämliche Idee war, das Bootmobil unsichtbar zu machen. Bei Fuß, sei brav! Das muss doch hier irgendwo sein. Au! Ach, Meerjungfrau Mann! Ich glaube, ich hab's gefunden! Na los, beweg dich, Junge, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Zündung an! Und Vollgas nach vorn! Daher dauert das sofort, zack, zack, presto, auch ein wenig länger. SpongeBob befürchtet schon das Schlimmste. Das Muschelhorn funktioniert wohl doch nicht mehr. Doch was sind das plötzlich für Geräusche vor SpongeBobs Haustür? Torpedo-Modus aktivieren! Feuer! Herr Jungfrau Mann! Schon brechen die Helden durch die Wand. Und Blaubarschbub, au! Beziehungsweise durch die Stahltür. Aber egal. SpongeBob platzt fast vor lauter Glück. Ich kann's kaum glauben, Gary. Mehr Jungfrau Mann und Blaubarschbube besuchen uns. Entschuldigung, ich... Ach, du lieber Neptun. Meerjungfrau Mann sieht sich den Schwammkopf an. Er ist grässlich entstellt. Schande über uns. Wir sind zu spät gekommen. Doch Blaubarschbube, sein stets skeptischer Gehilfe, sieht sofort, wen er da vor sich hat. Ach, Quatsch. Blödsinn, der ist gar nicht entstellt. Das ist bloß wieder dieser komische Schwamm. Ach so, ja. Nun fällt's auch dem zur Vergesslichkeit neigenden Meerjungfrau Mann wieder ein. Nur eines versteht er noch nicht ganz. Sag mal, wer hat denn nun eigentlich das Muschelhorn geblasen? Ach, das war ich. Ich wollte es mal ausprobieren. Na, ob das wohl der Sinn der Sache ist? Also gut. Ist denn die Gefahr? Her damit! Her damit! Locker bleiben, hier gibt's keinen Feind. Hier gibt's keinen Feind? Pass auf, es muss einen Feind geben. Du hast das Muschelhorn geblasen und deswegen... Sag mal, wo hast du das Ding überhaupt her? Von einem Preisausschreiben. Preisausschreiben? Die vom Sender sagen uns wohl gar nichts mehr. Hör mal, Schwämmchen, das ist kein Spielzeug. Genau. Der Besitz des Muschelhorns bedeutet eine große Verantwortung. Unser Schwur lautet, zu helfen, wann immer es ertönt. Aber blas es nur, wenn der Feind erscheint. Sonst werde ich nämlich dein Feind. Kapiert? Jawohl, ihr Helden. Guter Junge. Keine Angst mehr, Jungfrau Mann. Ich rufe euch doch nicht wegen Kleinigkeiten, sondern nur in den richtig echten Notfällen. Naja, da sind wir mal gespannt. Denn nicht allzu lange Zeit später... Das war das Muschelhorn. Komm, Gehilfe. Werden die Superhelden wieder auf den Plan gerufen. Dreimal dürft ihr raten, zu wem. Doch was ist das? SpongeBob liegt bewegungslos in seinem Wohnzimmer. Oh nein, der Junge! Gefällt in der Blüte seiner Jahre. Oh bitte, sag doch was. Hilfe, ich krieg die Mayonnaise nicht auf. Was? Ich komme in der Unterhose angeschossen, um ein Glas Mayonnaise zu öffnen? Aber. Nichts aber! Wir kommen doch nicht zum Kaffeekränzchen. Uns ruft man nur, wenn Böses im Busch ist. Ist das klar? Doch Meerjungfrau Mann hat ein gutes Herz. Beruhige dich mal wieder. Das mit den Bösen im Busch ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Also gut, okay. Du darfst das Muschelhorn ab und zu blasen. Aber wir wollen auch was zu tun haben, wenn wir kommen. Das war ja nett gemeint.
Doch SpongeBob nützt die Situation schamlos aus. Alarm! Er lässt sich von den Superhelden den verstopften Abfluss reparieren, die Schuhe putzen und eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Schließlich wird es Blaubarschbube zu bunt. Jetzt reicht's! Gib her! Wir gehen auf dem Zahnfleisch! Die beiden älteren Herren sind wirklich am Ende ihrer Kräfte. SpongeBob ist zerknirscht. Es tut mir leid, Blaubarschbube. Ich hab's nicht so gemeint. Ich wollte nur mit euch zusammen sein. Ihr seid doch meine Helden! Blaubarschbube lässt das alles kalt. Er nimmt SpongeBob das Muschelhorn weg und will gerade zu einer Strafpredigt ansetzen, da... Und was dich angeht, Junge! Drüber. Der Quadratkopf hier hat wenigstens Schwung. Fällt ihm Meerjungfraumann ins Wort, der wohl einen Narren an SpongeBob gefressen hat und den traurigen Schwamm trösten will. Das Muschelhorn ist einfach eine zu große Verantwortung für dich. Aber was hältst du von einem netten Nachmittag auf Patrouille? Was? Auf zum unsichtbaren Bootmobil! Blaubarschbube ist von dieser Idee zwar nicht sehr angetan, doch bald macht man sich auf die fröhliche Fahrt. Oh, gleich ist er dran, der Meerjungfraumann bei Blaubarschbube, puh. Wir sitzen im Bootmobil, sind schwer senil. In der Innenstadt trifft man alte Bekannte. Ach ja, der Kollege da drüben war früher die Atomflunder. Ich weiß, er sieht völlig harmlos aus, aber er kann ganz schnell wieder zum Verbrecher werden. Einfach so. Leider nimmt SpongeBob die Sache ein wenig zu ernst. Hilfe! Hilft mir jetzt bald mal jemand! Du bist verhaftet, alter Atomflunder! Lass das Junge halt! Lass ihn los! Du hast doch gesagt, beim Schnippen wird er gefährlich. Das stimmt auch. Denn nun wird der harmlos aussehende alte Herr wirklich böse. Was? Runter von mir! Wenn ich nicht in Pension wäre, dann würde ich... Und fackelt mit seinem Atomatem mal eben ein Hochhaus ab. Sonst aber verläuft der Nachmittag friedlich und endet in einem gemütlichen Restaurant. Ich glaub's nicht. Ich bin im unsichtbaren Bootmobil gefahren. Hab einen Schurken getroffen und bei einer Verbrennung zugesehen und das alles an einem Tag. Und? Was machen wir morgen? Die Aussicht auf einen weiteren Tag mit der kleinen Nervensäge lässt Blaubarschbube zu einem Trick greifen. Tja, wie wär's, wenn du mal nachsiehst, ob unsere Erkennungsmelodie in der Musikbox ist? Okay. Ach, weißt du, er ist zwar ein Quälgeist, aber er ist ein netter Junge. Mir reicht's mit ihm. Bin ganz deiner Meinung. Während SpongeBob die Musikbox durchsucht, ich kann das Lied nicht finden. Schleichen sich Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube heimlich davon. Geduld, nur Geduld. Ei, ei, Sir. Doch draußen, vor dem Restaurant, stehen die beiden Senioren mal wieder vor einem bereits bekannten Problem. Das gibt's doch gar nicht. Hey, was ist denn los? Wo haben wir das unsichtbare Bootmobil geparkt? Bootmobilchen, wo bist du? Blaubarschbube, ich hab's gefunden. Kaum hat man den fahrbaren Untersatz doch noch entdeckt, wenn auch mit Schwierigkeiten und kleineren Verbrennungen, naht schon das nächste Ungemach. Lässt du dir noch immer vom Auspuff die Rübe versengen, Barschbubi? Das ist die Drecksackblase. Ja, und sie ist dreckiger denn je. Die Drecksackblase, die genauso aussieht, wie sie heißt, ist ein berüchtigter Superschurke. Und während SpongeBob endlich fündig geworden ist... Ich hab's gefunden! Es ist sogar der Dance-Mix! ...hat die böse Drecksackblase seine Helden bereits geschluckt. Hilflos treiben sie im Inneren der dreckigen Blase umher. SpongeBob tritt nach draußen und erkennt sofort den Ernst der Lage. Saftiger Krabbenburger! Mehr Jungfrau Manns und Blaubarschbubes Erzfeind! Die Drecksackblase! Ich kann's nicht fassen! Die Drecksackblase triumphiert. Du kannst sie nicht retten, du schwammiger Schwachkopf! Meine unglaubliche Oberflächenspannung hat sie fest im Griff! Doch SpongeBob ist weit davon entfernt, aufzugeben. Sie verstehen das falsch. Sie sind mein absoluter Lieblings-Superschurke. Kann ich ein Autogramm haben? Er zückt einen Block und einen nadelspitz gespitzten Bleistift. Oh nein, nicht doch! Bitte nicht! Bleib weg! Ah, die Spitze! Pass auf die Spitze auf! Und so? Du hast uns gerettet! Ja, du bist ein Held! Meint ihr echt? Wird SpongeBob wieder in den Kreis der Superhelden aufgenommen. Wie wär's mit noch einer Fahrt in dem unsichtbaren Bootmobil? Oh, gleich ist der Drang der Meerjungfraumann bei Blaubarschbube. Die Blase ist geplatzt und Meerjungfraumann. Und so fahren unsere drei Helden nach glücklich bestandenen Abenteuern in den Sonnenuntergang hinein.
aber irgendwann geht die Sonne auch wieder auf. Und was unser Schwamm als nächstes anstellt, erfahrt ihr gleich, wenn es weitergeht mit SpongeBob Schwammkopf. Wer wohnt in der anderen das ganz tiefe Meer? SpongeBob Schwammkopf! Saugstark und gelb und hoch ist und zwar sehr! SpongeBob Schwammkopf! Wenn der Sinn nach Pazifisch im Blödsinn euch steht, SpongeBob Schwammkopf! Dann schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät! SpongeBob Schwammkopf! Und alle! SpongeBob Schwammkopf! SpongeBob Schwammkopf! SpongeBob Schwammkopf! SpongeBob Schwammkopf! Angler und vor allem ihre Angelhaken bedeuten eine Gefahr für unsere Freunde unter Wasser. Und wer sollte das besser wissen als der alte, erfahrene Unterseemann Mr. Krabs, der gerade völlig aufgelöst in sein Restaurant die krosse Krabbe stürzt. Sie sind wieder da, sie sind wieder da, ich sag's euch, ich hab sie mit eigenen Augen gesehen. Doch sein Geschrei macht wenig Eindruck. Weder auf die anwesenden Essensgäste, noch auf Thaddäus, den wie immer schlecht gelaunten Tintenfisch, der es gar nicht leiden kann, wenn sein Chef Tiefseemannsgarn spinnt. Ich ging spazieren und dachte mir nichts Böses. Ich würde ja gerne eines Ihrer aufwühlenden Seeabenteuer hören, aber ich muss die Papierkörbe inspizieren. Aha, oh ja, sehr schön. Na gut, aber ich habe dich gewarnt. Nur SpongeBob ist neugierig. Gewarnt? Wovor denn, Mr. Krabs? Die Haken, Mignon. Sie sind wieder da. Vorsicht vor den Haken. Die Haken? Ei, die Haken. Sie baumeln vor dir und hypnotisieren dich mit ihren eleganten Formen und ihren schillernden Farben. Und wenn du denkst, du hast das Land gefunden, wo Milch und Honig fließen, packen sie dich am Schlawittchen und ziehen dich höher und höher. Immer höher und höher und höher, bis du die Oberfläche erreichst und verzweifelt nach Luft schnappst. Und dann kochen sie dich und essen dich, oder was noch schlimmer ist. Was kann denn noch schlimmer sein? Der Souvenirshop. Tja, als Trockenschwamm im Souvenirshop irgendeines Hafenstädtchens zu enden, ist in der Tat eine schreckliche Vorstellung. Beschützen Sie mich vor dem, Mr. Krabs! Mr. Krabs beruhigt seinen ängstlichen Angestellten. Ganz ruhig, Minion, die kriegen dich nicht. Zumindest nicht, solange du auf den alten Mr. Krabs hörst. Und jetzt ab an den Herd, Zeit ist Geld! Ei, ei, Mr. Krabs! Später, als SpongeBob friedlich am Herd steht und Burger brät, streckt plötzlich sein Freund Patrick den Kopf durchs Küchenfenster. Guten Morgen, Krabbencrew. Hallo, Patrick. Weißt du was? In der Stadt ist ein Rummelplatz. Na los, komm schon mit. Eigentlich ist SpongeBob zwar sehr pflichtbewusst. Ich kann hier nicht weg, ich muss arbeiten. Du gehst doch auch gar nicht weg, du machst nur mal rasch eine Pause. Aber Patrick hat ihn schnell überredet. Schon machen sich die beiden auf den Weg. Wir gehen auf den Rummelplatz, wir gehen auf den Rummelplatz. Wir gehen auf den Rummelplatz, wir gehen auf den Rummelplatz. Sieh doch nur, da ist er. Der Rummelplatz ist wieder da. Aber irgendwas ist komisch an diesem angeblichen Rummelplatz. Wo sind denn die ganzen Leute? SpongeBob sieht sich die Sache aus der Nähe an. Also so einen Rummelplatz habe ich noch nie. Aua, Entschuldigung. Doch erst, als er mit seinem Schwammkopf dagegen stößt, begreift er, um was es sich hier handelt. Denn der angebliche Rummelplatz, der eigentlich ein wenig aussieht wie ein aus den Fugen geratenes Kettenkarussell, besteht einzig und allein aus jeder Menge Angelhaken. Halt, Patrick, nicht anfassen! Das ist kein Rummelplatz hier, das sind Haken. Mr. Krabs sagt, die sind mordsgefährlich. Doch Patrick bleibt unbeeindruckt. Er setzt sich sogar auf einen der Haken drauf. Ich kann hier keine Gefahr erkennen. Warum sollten die auch gefährlich sein? Da hängt sogar Käse umsonst dran. Nun steckt er sich sogar einen Haken in den Mund und isst den Köder. Hey, lass das sein! SpongeBob weiß nicht so recht. Oh, lecker. Aber Mr. Krabs Darf hat gesagt... Darf ich mal was fragen? Sieht das etwa gefährlich aus? Also ich würde sagen ja. Denn Patrick hat sich gleich 10 Angelhaken auf einmal in den Mund gesteckt. SpongeBob ist entsetzt. Bitte, lass das! Jetzt bleib mal ruhig, ja? Kann es sein, dass Patrick es ein wenig übertreibt mit seiner Sorglosigkeit? Sonst muss ich nämlich den ganzen Käse alleine...
mein Gott, Patrick! Offensichtlich. Denn plötzlich wird der am Haken hängende Patrick mit enormer Geschwindigkeit nach oben gerissen. Hilfe! SpongeBob ist verzweifelt. Oh, Patrick, komm zurück! Oh, mein bester Freund! Doch was ist das? Plötzlich ist Patrick wieder da. Und vollkommen unversehrt. Patrick, du lebst ja noch. Was denn sonst? Das musst du auch versuchen. Aber was ist mit der Oberfläche und dem Kochen und den Souvenirshops? Du springst einfach ab, bevor es zu weit nach oben geht. SpongeBob ist immer noch misstrauisch. Mr. Krabs sagt, man soll sich von den Dingern fernhalten. Aber schließlich lässt er sich von Patrick überzeugen. Sagt er auch, dass man nicht auf sie draufspringen und auf ihn reiten darf, wie auf einem Schaukelpferd? So gesehen eigentlich nicht. Das hat er wirklich nicht gesagt. Galopp-Seepferdchen! Und schon geht's nach oben. Fertig! Und ab geht's! Das macht noch mehr Spaß als 3 Überstunden in der Krossenkrabbe! Was die beiden da machen, ist schon ziemlich leichtsinnig. Und apropos krosse Krabbe. Während SpongeBob sich mit dem Angelhaken vergnügt, werden dort die Gäste zusehends ungehalten. Hey, Sie, das soll ein Burger sein? Meiner schmeckt wie ein frittierter Stiefel. Meiner ist ein frittierter Stiefel. Jetzt macht mal hinne hier. Wir haben Hunger, kapiert ihr das nicht? Die beiden Kinder müssen schließlich auch was essen. Bulette, willst du ewig putzen? Ich bin sofort ins Brötchen. Warum esst ihr das Zeug denn, wenn es euch nicht passt? Thaddäus wird dem Ansturm nicht mehr Herr. Nun muss Mr. Krabs doch mal selbst nach dem Rechten sehen. Thaddäus, was zum Heilbutt ist denn hier los? Hier tobt der nackte Wahnsinn, Sir, und SpongeBob ist immer noch in der Pause. Pause? Mr. Krabs kann es nicht glauben. Seit der Hungersnot von 59 hat in der Krossenkrabbe niemand mehr Pause gemacht. Sofort macht er sich auf den Weg. Also gut, SpongeBob Faulpelzkopf, dich krieg ich. Diese Nase hier riecht Faulheit auf 10 Kilometer. Aha! Jetzt werde ich dir eine Lektion erteilen, Schwämmchen. Seine Nase führt Mr. Krabs schnurstracks zu der Stelle, an der die Haken hängen. Sie müssen hier irgendwo sein, das riech ich. Und schon kommen SpongeBob und Patrick kichernd von einer weiteren Runde Hakenhängen auf den Meeresboden zurück. Nochmal? Na klar. Mr. Krabs ist fassungslos. Er versucht, die beiden zurückzuhalten. Die Haken! Tut das nicht! Nein! 1, 2, 3 Halt! Auf geht's! Doch er kommt zu spät. Tragisch. Ich war nicht schnell genug. Sie sind weg. Wenn ich sie doch nur noch einmal in die Arme nehmen könnte. Da kommen die beiden wieder zurück und Mr. Krabs Trauer verwandelt sich in Wut. Ich würde sie erwürgen. Was habe ich dir über diese Haken erzählt, hä? Ich sag Ihnen was über die Haken. Man reitet auf ihnen höher und höher und immer höher. Und dann sinkt man ganz langsam wieder runter. Und weißt du auch, was mit dir passiert, wenn du nicht ganz langsam wieder runter sinkst? Souvenirshop. Schlimmer. Dann endest du vakuumverpackt in einer Thunfischdose. Und das Einzige, was du noch wahrnimmst, ist der Geruch von Mayonnaise. Es tut uns leid, Mr. Krabs. Da die beiden scheinbar nun endlich zu Verstand gekommen sind, nimmt ihnen Mr. Krabs ein Versprechen ab. Ich will, dass ihr beide mir versprecht, dass ihr euch in Zukunft von diesen Haken fernhaltet. Versprochen, Mr. Krabs. Ich will den Seemannsschwur hören. Sprecht mir nach. Joho, joho, wenn der Haken kommt, bin ich anderswo. Joho, joho, wenn der Haken kommt, bin ich anderswo. Na dann, in Ordnung. Nichts wie weg von dieser Todesfalle. Mr. Krabs ist erleichtert, dass er Patrick und vor allem SpongeBob zur Vernunft gebracht hat. Und der nimmt sich am nächsten Morgen einiges vor. Okay, Gary, heute ist ein neuer Tag. Und heute werde ich Mr. Krabs zeigen, wie loyal ich bin. Ich bin bereit! Ich bin bereit, ich bin in Form, ich bin bereit. Ja, ganz enorm, ich bin bereit. Doch bei Patrick ist Mr. Krabs Predigt wohl wirkungslos geblieben. Die wir gleich hören. Hey, SpongeBob, du rennst in die falsche Richtung.
Aber zur Arbeit geht's doch hier längst. Oh, heute gehst du mal nicht zur Arbeit. Heute gehen wir spielen mit den Haken. Aber hör mal, wir haben geschworen. Tja, ich hab meine Finger gekreuzt. Du hast doch überhaupt keine Finger. Ach, dein Mr. Krabs ist doch bloß ein alter Angsthase. Wir haben gestern den ganzen Tag mit den Haken gespielt. Und was ist uns passiert? Nichts. SpongeBob zögert. Aber Mr. Krabs hat gesagt... Also jetzt mal im Ernst. Aber Patrick... ist ziemlich hartnäckig. Hörst du lieber auf diesen alten Angsthasen oder hörst du lieber auf mich? Na dann bis später, Schwammschisser. Ich mach mir jetzt einen schönen Tag. Juhu! Nun komm schon, du versäumst was. Juhu! Ich weiß, dass du Lust hast. SpongeBob ist hin und her gerissen. Ach, ich weiß auch, dass ich Lust habe, aber ich habe Mr. Krabs geschworen, dass ich mich von Haken fernhalte. Direkt vor SpongeBob blitzt ein Haken im sonnigen Wasser. Gefährlich und verlockend zugleich. SpongeBob bemüht sich um Standhaftigkeit. Oh nein, Mr. Krabs hat mir alles über dich erzählt. Du bist ein Lügner und ein Verführer. Auf deine Tricks falle ich nicht mehr rein. Niemals! Aber nicht lange. Ist der Sitz noch frei? Schon schwingt er sich auf das gebogene Stück Draht. Doch was ist das? Ich hab mich verhakt. Und das heißt... Thunfisch. Ja! Hilfe, ich häng am Haken! Hilfe! Mr. Krabs, Hilfe! Es ist passiert! Ich häng am Haken! Verzweifelt rennt SpongeBob zur krossen Krabbe, wo Mr. Krabs bereits auf ihn wartet. Psst, Mr. Krabs. Ah, SpongeBob, du kommst 2 Minuten zu spät. Was hat dich aufgehalten? Wissen Sie noch, was Sie mir über diese Haken erzählt haben? Ja, ich hab dir gesagt, du sollst dich von ihnen fernhalten. Nein. Ich meine, ja, genau das haben Sie mir gesagt. Genau, und deshalb hast du auch nicht mit den Haken gespielt. Oder etwa doch? Ob SpongeBob will oder nicht, nun muss er wohl Farbe bekennen. Natürlich nicht. Ich meine nicht wirklich. Ja, ich meine ja, ich hab's getan. Ich geb's zu. Ach, Mr. Krabs, ich schäme mich so. Sehen Sie mich nur mal an. Ich häng am Haken. Naja, eigentlich hängt lediglich die Hose am Haken. Aber auch das... Es gibt nur eins, was du jetzt machen kannst, Minion. Könnte ziemlich peinlich werden, denn Mr. Krabs Teenager-Tochter Perla und alle ihre Freundinnen sind gerade da und amüsieren sich köstlich. Oh nein, nur das nicht. Ich kann mich nicht ausziehen. Nicht für den ganzen Mädels. Doch der Haken fängt an, sich zu bewegen. Oh nein, okay, ich zieh mich ja aus. Ich zieh mich ja schon aus. Da, bitte. Und jetzt? Leider hängt der Haken immer noch, und zwar an SpongeBobs Unterhose. Und sich vor allen Leuten zu entblößen, geht ihm dann doch zu weit. Oh nein, Mr. Krabs, das kann ich nicht machen. Alles bloß das nicht. Aber Mr. Krabs bleibt ungerührt. Also gut, wie du willst. Du warst ein guter Burgerbrater, SpongeBob. Aber wir finden einen anderen. Und hoffentlich ist es einer, der auf den alten Mr. Krabs hört. Währenddessen zieht der Haken den verzweifelten SpongeBob langsam, aber unaufhaltsam in die Höhe. Aber Mr. Krabs, ich höre auf Sie, ich verspreche es. Retten Sie mich, Mr. Krabs! Ich bin auch ganz brav, ich schwör's. Da reißt die Unterhose. Oh, guck mal! Und SpongeBob ist zwar gerettet, steht aber völlig nackig da. Nein, SpongeBob FKK-Kopf! Während sich SpongeBob mit hochrotem Schwammkopf von den Mädchen auslachen lassen muss, steht Thaddäus im Hintergrund mit einer Angel in der Hand, von deren Haken eine Unterhose baumelt. Neben ihm steht Mr. Krabs. Ich muss sagen, Thaddäus, du bist ein brillanter Angler. Glaubst du, der Junge hat was draus gelernt? Also, ich glaube, er wird sich noch lange daran erinnern. Unterhose! Tja, was lernen wir daraus? Leichtsinn und Übermut können ganz schnell nach hinten losgehen. Und ob SpongeBob wirklich was daraus gelernt hat, hört ihr gleich, wenn es weitergeht mit SpongeBob Schwammkopf.
SpongeBob und Patrick wollen was für ihre Bildung tun und besuchen das Burger-Brater-Museum. Sie sind ganz begeistert von den Ausstellungsstücken. Doch noch viel beeindruckender als Topflappen, Löffel, Gabeln und Exklusivburger mit Cocktailspießchen drauf ist das Prunkstück der Sammlung. Seht das ultimative Küchenwerkzeug, der goldene Pfannenwender. Auf einem Podest steht ein Fass, bis über den Rand gefüllt mit altem Bratfett, in dem ein goldener Pfannenwender steckt. Daneben eine Tafel, auf der alles Wissenswerte darüber aufgeführt ist. Hey SpongeBob, guck mal, was da steht. Viele haben schon versucht, den Pfannenwender aus dem antiken Bratfett zu ziehen und alle sind daran gescheitert. So auch Larry, der Hummer, wie ihr gerade gehört habt. Und der ist immerhin der muskulöseste Muskelmann in ganz Bikini Bottom. Nur der Burgerbrater, der sich Gott Neptun als würdig erweist, erringt den goldenen Pfannenwender. Wow! SpongeBob ist ganz aus dem Häuschen. Mach ein Foto von mir und dem Pfannenwender. Ja, okay, ich bin bereit. Entschuldigen Sie. Da kommt eine alte Dame, die sich wohl verlaufen hat. Wissen Sie, wo die Menüabteilung ist? Die Menüabteilung? Ganz einfach. Sie müssen hier längs. SpongeBob deutet in die Richtung, in der sich diese Abteilung befindet. Und zwar mit dem goldenen Pfannenwender, den er ganz nebenher aus dem antiken Bratfett gezogen hat. Und sofort braut sich über ihm etwas zusammen. Oh. Eine dicke, dunkle Wolke. Während Leute aus dem ganzen Museum zusammenströmen, ertönt eine Stimme. Was ist denn das? Ja, ja! Endlich jemand, der würdig ist, eines Gottes Burgerbrater zu sein. Und da erscheint er in Person. Neptun, der Gott der Meere. Wer hat den Pfannenwender vom Bratfett befreit? Das war ich, Mr. Neptun, Sir. SpongeBob Schwammkopf. Das kann und will Neptun nicht glauben. Ein trefflicher Spaß, mein Junge. Doch bist du nichts als ein niederer, gelber Schwamm. Schwächlich, unbedeutend, ein Sterblicher. Deswegen könntest du nie eines Gottes Burgerbrater sein. Und deshalb ist das ja auch so komisch. Nun hinfort, lasst mich den wahren Burgerbrater erkennen. Neptun geht durch die Menge der Schaulustigen. Nein. Du nicht, du auch nicht. Viel zu klein. Ah! Da entdeckt er den Hotdog-Verkäufer. Ja, aber ich... Ein Mann stärkender Nahrung. Du musst mein neuer Burgerbrater sein. Jedoch... Tut mir leid, Neptun, ich mach sie nicht, ich verkauf sie nur. Aber wer hat den Pfannenwender herausgezogen? Ja, na, er hier war's. Der Hotdog-Fisch deutet auf SpongeBob. Doch Neptun will es immer noch nicht glauben. Also beim zweiten Mal ist es sogar noch lustiger. Nun wendet er sich Larry zu. Du da, Krustentier. Wer, ich? Du hast den Körperbau eines Atlas. Danke, ist alles Training. Du hast den Pfannenwender aus dem Fett gezogen. Nö, das war SpongeBob. Neptun kann es einfach nicht fassen. Was? Du willst mich glauben machen, dass diese Kreatur einen göttlichen Burger zubereiten kann? Larry nickt. Alle anderen Anwesenden auch. Aber Neptun passt wohl einfach nicht in den Kram, dass ein kleiner, gelber Schwamm sein persönlicher Burgerbrater sein soll. Daher... Es gibt bestimmte Fähigkeiten, die ein göttlicher Burgerbrater besitzen muss. Und die wären? Denkt er sich nun einiges aus, um zu beweisen, dass SpongeBob nicht der Richtige ist. Der göttliche Burgerbrater muss, Linkshänder sein. Ich habe sogar zwei davon. SpongeBob streckt ihm zwei linke Hände entgegen. Aber Neptun versucht es weiter. Und weiterhin trägt der göttliche Burgerbrater rote Unterhosen. Nein, blaue. Im Geldbeutel des göttlichen Burgerbraters ist, seine großen Zehen sind... Egal, was er sich ausdenkt, SpongeBob erfüllt sämtliche Kriterien. Nun muss der große Gott wohl andere Seiten aufziehen. So, du kleiner Schwamm! Du glaubst also, dass du in der Lage wärst, mein Koch zu sein? Ich werde dir beweisen, wie sehr du dich irrst. Denn eine knallharte Prüfung sei dir auferlegt.
Es wird nur eine Prüfung geben, eine einzige. Du wirst gegen mich antreten in einem ultimativen Kochduell. Nun, wie wir ja alle wissen, ist SpongeBob ein ziemlich guter Burgerbrater. Deswegen... Ich nehme die Herausforderung an. Nun erläutert Neptun die Chancen und die Risiken, die bei einem solchen Wettbewerb auf SpongeBob warten. Und nun zu dem, was dich erwarten könnte. Falls du unerwarteterweise die Prüfung bestehen solltest, wirst du reichlich belohnt werden. Mein geliebtes Heim in Atlantis. Ein Preis, der eines Apollo würdig wäre. Du würdest in diesem prächtigen Palast residieren, nur noch für mich kochen und ein Gott sein. Aber solltest du scheitern, musst du der Burgerbraterei entsagen. Für immer und ewig. Was sagst du dazu? Na, was wohl? Ich bin bereit. Nun gut, so sei es. Auf in den Poseidon! Der Poseidon ist eine riesige Arena, in deren Mitte ein Kampfring aufgebaut ist. Und als Kampfrichter fungiert kein anderer als Mr. Krabs, Inhaber der Krossen Krabbe und daher ausgewiesener Burger-Experte. Meine Damen und Herren, willkommen zum ultimativen Kochduell! Also gut, der erste der 1000 Burger hat gewinnt. Gebt euch die Hand! SpongeBob gibt sich selbstbewusst. Möge der Bessere gewinnen. Geht zurück in eure Ecken. Wenn der Gong ertönt, fangt an zu brutzeln. Doch in ihm drin sieht's ganz anders aus. Ich bin einfach nicht gut genug, um in Atlantis zu kochen. Ich hätte mich nie darauf einlassen sollen. Du musst einfach weiter an deinen Traum glauben. Patrick, der ihn in seiner Ecke betreut, macht ihm Mut. Mach ihn fertig, Tiger! Der Gong ertönt und die Kontrahenten machen sich in die Arbeit. Während SpongeBob sich ohne weitere Hilfsmittel mit seinem ersten Burger abmüht, erreicht Neptun dank seiner Zauberkräfte die Effizienz und die Produktivität einer Großküche. Und als SpongeBob seinen ersten, liebevoll zubereiteten Burger fertiggestellt hat, türmen sich vor Neptun bereits die geforderten 1000 Burger auf. Gewonnen, ja! Jubidubidu! Hast verloren! Der Gott gibt sich großzügig und verteilt sein Fast Food im Publikum. Nehmt, Freunde, Burger umsonst für alle! Doch da geschieht etwas Unerwartetes. Das Publikum verschmäht die göttlichen Geschenke. Ihr fischigen Narren, habt ihr denn gar keinen Geschmack? Was ist denn an diesen delikaten Burgern auszusetzen? Fragt der empörte Neptun, schnappt sich selbst einen, schnuppert daran und zögert. Das gefällt dem Publikum gar nicht. Und Neptun muss klein beigeben. Gut, ich geb's zu, sie schmecken nicht. Aber glaubt ihr wirklich, dass seiner besser ist? Los, gib her. Neptun schnappt sich SpongeBobs Burger und... Und? Also, das schmeckt so lecker. Ich bin fast verleitet, es gleich nochmal zu probieren. Und? Ja, was sagen Sie jetzt? Dein Burger ist der bessere. Und daher erkläre ich dich, SpongeBob Schwammkopf, zum Gewinner. Großer Jubel all überall. Aber wieso lacht Neptun denn so dreckig? Was ist so witzig? Also wirklich, SpongeBob, dieser lächerliche Wicht in meinem Palast? Heißt das, Patrick darf nicht mit? Oh nein, natürlich nicht. Und meine Freunde? Der einzige Freund, den du jetzt noch brauchst, mein Lieber, ist der göttliche Grill. Patrick und Mr. Krabs sind untröstlich. Wann hätte ich gekannt, du armen Kumpel? Ich weiß, Mr. Krabs, ich werde sie auch vermissen. Ich hab alles verloren. Neptun drängt zur Abreise, auch wenn SpongeBob gar nicht so recht will. Komm, SpongeBob, schnapp dir deine Sachen, es wird Zeit für die Abreise.
nach Atlantis. Ich will aber nicht mitkommen. Dazu ist es jetzt zu spät. Ich kann ohne deine Burger nicht sein. Du bist von jetzt an ein Gott. Und Ende. Aber der frisch gebackene Sponge-Gott hat anderes im Sinn. Moment, Neptun, ich habe eine andere Idee. Und so findet sich Neptun am nächsten Tag in der Küche der krossen Krabbe wieder. Dieser verfluchte Herd hat mir den Finger verbrannt. Spüre den Zorn der Götterherd. Was habe ich dir über den Einsatz von Zauberei gesagt, Lehrling? Die besten Burger macht man mit Liebe,